Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Jahr nach dem Tod von Uwe Mundlos und Uwe Bunhardt und sowie die Verhaftung von Beate Zschäpe gedenken wir heute der Opfer dieser Terrorbande Nationalsozialistischer Untergrund. Unsere Solidarität gilt den Angehörigen, Freundinnen und Freunden. Ein Moment, Herr Al-Sabti. Herr Abgeordneter Andrzejewski, ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf. Ich finde es völlig unangemessen und mit mir, denke ich, alle demokratischen Kräfte in diesem Haus, dass Sie sich zu diesem Thema in dieser Art und Weise äußern. Ich verweise Sie darauf, sich hier zurückzuhalten. Das wäre besser für Ihr Erscheinungsbild. Setzen Sie sich auf Ihren Platz. Setzen Sie sich auf Ihren Platz, Herr Köster. Sie können hier gar nichts einberufen. Ja, das können Sie gerne tun. Und ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf. Sie haben das Verhalten des Präsidiums hier oben nicht zu kritisieren, Herr Köster. Nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. Ich habe Ihren Antrag entgegengenommen und werde darüber entscheiden, wann wir diese Ältestenratssitzung durchführen. Bitte schön, Herr Al-Sabti, fahren Sie fort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Der NSU ist eine Organisation, deren Wirken und Existenz bis November 2011 nicht möglich gehalten wurde. Und doch heute beschäftigt er die Politik und die Gesellschaft auch in Mecklenburg-Vorpommern. Die größte rechtsradikal motivierte Mordserie in der Geschichte in der Bundesrepublik Deutschland wirft viele Fragen auf. Und der Aufklärungsprozess selbst ist bereits mit Pannen und Skandalen verbunden. Es wird noch viel Arbeit zu leisten sein, um die richtigen Lehren aus der NSU-Morden zu ziehen. Fest steht, liebe Kolleginnen und Kollegen, der NSU ist nicht vom Himmel gefallen. Auf dem Tag genau vor 20 Jahren, am 6. Dezember 1992, endete die Debatte um das Asylrecht mit dem sogenannten Asylkompromiss. Das Grundrecht auf Asyl wurde faktisch abgeschafft, zumindest drastisch eingeschränkt, aus einem Zusammenspiel von realer Überforderung, bürokratischem Chaos und fremdenfeindlichem Ressentiment war Anfang der 90er Jahre, kurz nach der Wiedervereinigung, ein explosives Gemisch entstanden. Hoyerswerda, Lichtenhagen sind bleibende und mahnende Symbole für ein bizarres Zusammenspiel von Politik und gewalttätigem Mob. Genau in dieser Zeit fallen die beiden späteren Mörder, Bernhard und Mundlos, erstmal in der neofaschistischen Szene, Neonazi-Szene, in Jena auf. Und genau aus diesem Grund sind wir den Opfer der Nazi-Morde, ihren Angehörigen und uns selbst eine Verpflichtung schuldig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es kann und darf nicht sein, dass einfach alles so weitergeht, wie es vor 20 Jahren begonnen hat. Hiervon sind wir allerdings noch weit entfernt. Ein Dreivierteljahr nachdem der Deutsche Bundestag unter dem Eindruck der Nazimorde eine Resolution verabschiedet hatte, um die Arbeit demokratischer Gruppen zu stärken, kommt eine vom Bundesfamilienministerin finanzierte Stiftung zu der Erkenntnis, es ist nicht passiert. Eine entsprechende Untersuchung, wie deutsche Sicherheitsbehörden rechtsextreme Taten vor Ort aufklären, zieht eine erschreckende Bilanz. Sie scheitert auf der ganzen Linie. Opfer wurden systematisch im Stich gelassen. Der rechtsextreme Hintergrund, viele Taten wurden negiert oder auch von Kommunen verharmlost, weil die Gemeinden nicht in Verruf geraten wollten. Die Untersuchung nennt auch Beispiele aus Mecklenburg-Vorpommern. Gedenken und Solidarität müssen auch für uns die Frage einschließen. Haben die NSU-Morde bei den Behörden unseres Landes eine neue Sensibilität ausgelöst? Wie steht es um die interkulturelle Kompetenzen unserer Beamtinnen und Beamten? Am 25. Februar 2004 wird Mehmet Dogut, den ich auch flüchtig kannte, in Rostock-Teutenwinkel
in seinem Dönerstand von der NSU-Bande ermordet. Es ist der fünfte insgesamt von 10 NSU-Morden, aber der Führer der Fraktion heute ist selber da. Es ist der fünfte von insgesamt 10 NSU-Morden, aber der einzige in unserem Bundesland in Mecklenburg-Vorpommern. Ohne den damaligen Ermittlungsverlauf oder das öffentlich kritisierte Zusammenwirken von Polizei und Verfassungsschutz hier thematisieren zu müssen, stellt uns der Fall Mehmet Dogut doch auch heute vor Fragen. Frage 1. Wie kann bei Ermittlungsmaßnahmen Leid für Angehörige künftig wirksam vermieden werden? Frage 2. Haben nach dem Auffliegen des NSU Sicherheitsbehörden unseres Landes das Gespräch mit Verwandten und Freunden von Mehmet Dogut gesucht? Frage 3. Kam es zu einer Entschuldigung? Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir im Zusammenhang mit den NSU-Taten, den 10 Mordfällen, 2 Sprengstoffanschlägen, 14 Banküberfällen und Brandstiftungen eine weitere Sensibilisierung der verantwortlichen Stellen anmahnen, wenn wir weiterhin ein Engagement von Bürgerinnen und Bürgern gegen Fremdenfeindlichkeit und Alltagsrassismus einfordern, schließt dies Politik und Verwaltung notwendig mit ein. Abschließend lassen Sie mich, liebe Kollegen, den Vorfall von gestern, von Dienstag am Mittwoch nennen. In der Nacht zum Mittwoch haben Rechtsextreme in Rostock die Gedenktafel, Lichtenhagen-Gedenktafel, die am Rostocker Rathaus angebracht wurde, haben sie entfernt. An der Stelle klebten sie ein weißes Schild mit der Anschrift "Für immer Deutschland". Gerade jetzt passiert das, liebe Kolleginnen und Kollegen, wo IMK in Warnemünde tagt. Gerade das passiert, wo es um NPD-Verbote geht. Das zeigt natürlich, wie frech sie geworden sind und wie aggressiv und brutal geworden sind. Die Einzelheit überlasse ich meinen hochgeschätzten Ralf Mucher, der kann über diesen Vorfall noch reden. Ich betone es nochmal, liebe Kolleginnen und Kollegen. Engagement von Bürgern. Einen Moment, Herr Sabdi. Herr Pasteurs, ich finde Ihren Einwurf, den Sie eben gemacht haben, unglaublich. Ich erteile Ihnen nicht nur einen Ordnungsruf, ich verweise Sie des Saales. Bitte nehmen Sie Ihre Sachen und verlassen Sie die Sitzung. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich betone nochmal den Satz. Sie warten bitte einen Moment. Ich werde Ihnen nicht zumuten, dass Sie in Gegenwart dieses Mannes hier weiterreden, Herr Al-Sabdi. Warten Sie bitte einen Moment. Herr Pasteurs, ich behalte mir vor, auch aufgrund dieser Äußerung zu prüfen, inwieweit weitere Ordnungsmaßnahmen erforderlich sind. Bitte, Herr Sabdi, fahren Sie fort. Ja. Vielen Dank nochmal, Frau Präsidentin. Ich betone nochmal Engagement der Bürgerinnen und Bürger, der Politik und Verwaltung gegen Fremdenfeindlichkeit und gegen Alltagsrassismus in Mecklenburg-Vorpommern ist notwendiger denn je. Ich danke Ihnen für Ihr Zuhören.